Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir machen uns heute drauf, zum einen noch ein paar Löschechsen zu fangen. Ich glaube, 3 Stück oder so, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. 2, 3 Stück brauchen wir noch. Und was wir als erstes jetzt mal machen, sind unsere Amiibos mal wieder einsetzen. Das ist mal wieder ein bisschen kurz geraten bei mir. Und bevor wir es vergessen, eben fix die Dinger einsetzen. Na komm, Reiter Link, was hast du für uns denn heute parat? Pilze. Jede Menge Pilze. Und was ist in der Kiste? Was ist in der Kiste? Was ist in der Kiste? Was ist in der... Ein Ritterschwert. Again. Habe ich noch irgendwas, was es sich lohnt, durch ein Ritterschwert zu ersetzen? Oh, sorry, Leute. Ich hoffe, bis zur nächsten Woche ist es ausgestanden. Ja, ich habe hier schon so viele Ritterschwerter. Im Grunde haben wir nichts mehr. Das Ding ist ja halt bald im Arsch, deswegen können wir das ruhig mal wegwerfen und durch ein Ritterschwert ersetzen. Jetzt haben wir zwar keine Lanzen mehr, aber egal. Ritterschwert geht rein. So, nächster bitte. So, was kommt hier? Ein bisschen Gemüse. Alles einsacken, was geht. Und ein Ritterschild. Ey, ja. Also die Tasche sieht langsam ein bisschen ritterschildig aus, muss ich sagen. Es wird ein bisschen einheitlich. Ja, dann wollen wir das mal wegwerfen hier. Zack. Ritterschild und den Spudlodus. So, einen letzten haben wir noch. Ich bin ja ein bisschen mad, dass man die anderen noch nicht vorbestellen kann hier, die von den Helden da. Ich will die alle haben. Und ich habe Angst, dass sie ausverkauft sind. Ich glaube, ich muss nach dieser Aufnahmesession mich mal ein bisschen im Internet erkundigen. Also wenn irgendjemand von euch schon einen Shop kennt, wo man diese neuen Amiibos, die jetzt kommen von diesen Helden, also Revali und den ganzen Krams, vorbestellen kann, dann bitte gerne Kommentar, Link in die, ja, Dingsbums, in die Kommentare. Ein Link in die Kommentare, denn ich will den haben. Ich will die alle haben. Und bei Amazon gibt's die noch nicht. Ich bin ganz verwirrt. So, okay, damit haben wir das auch erledigt. Das Einzige, was wir jetzt dann gleich noch machen, jetzt gehen wir eben fix, bevor wir sofort weiter auf dem Todesberg kraxeln, einmal nach Akala zu unserer kleinen Dorfgemeinschaft, die sich da langsam bildet, in Taburasa, und gucken, dass wir da eben fix den Quest weiter fortführen, falls wir dann nämlich dem nächsten begegnen, dass wir dann entsprechend den Quest schon mal soweit haben, ne? Betten. In Betten kannst du bis zum Morgen, Mittag oder Abend schlafen. Deine Herzen werden vollständig aufgefüllt. Gegen ein gewisses Entgelt. Immerhin beschmutzt du dieses Bett, es muss neu bezogen werden, dann wird dann mal reingepupst. Schön ist das nicht. Schön ist das nicht. Ich trinke lieber Kaffee und bin still. Ist okay. Na, komm schon. Komm schon. Ja, läuft, läuft, läuft. Ach, nö. Es regnet. Wir hatten schon lange keinen Regen mehr. Perfektes Schleichwetter. So. Jetzt aber holen wir uns erstmal nochmal Wulfling dazu. There we go. Ich wollte ihn ja mal wieder öfter rufen. Er ist halt komplett sinnlos, vor allem auf unserem Level, das wir jetzt schon haben, weil man verreckt eigentlich die ganze Zeit. Kann ich den eigentlich auch fotografieren? Nö. Kommt nicht in unser Hyrule-Book. Wäre auch ein bisschen assi für die Leute, die den nicht haben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hör auf, irgendwelche armen Eichhörnchen umzubringen. Ach, Link. Wolf-Link. Er hat halt Hunger, ne? Im Grunde sind wir das ja selber irgendwie. Das ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Also es ist, sind wir aus einer anderen... Aus einem anderen Game. Es ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist komisch. So. Und hier hat sich ja was getan. Es ist ein zweites Häuschen dazugekommen. Wolfling ist wieder in seine Welt zurückgekehrt. Ja, wunderbar. Das hat sich ja voll gelohnt. Whee! Ich hole ihn wieder. Hoppala. Zurück mit dir. Was? Ich kann das hier nicht verwenden? Willst du mich verarschen? Okay, ich darf das hier nicht machen. Wolfling ist hier zu böse offensichtlich. Schlagen wir erstmal mit Doomstar. Hallo! Du hast Goronen zu uns geschickt. Vielen Dank. Auf Goronen kann man sich verlassen. Zumindest auf ihre Muskelkraft. Die zerlegen die Felsen wie nichts. Grada und Pupunda, gegen ihren Namen ist auch nichts einzuwenden. Pupunda hat übrigens angefangen, das Erz zu verkaufen, das bei den Arbeiten zum Vorschein kommt. Und als nächstes? Naja. Wenn wir mehr Leute einladen wollen, brauchen wir auch mehr Unterkünfte. Könntest du 20 Holzbündel besorgen? Zusammen mit den Materialien der Firma müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. Was kriege ich, Hendo? Hallo, hast du die 20 Holzbündel? Na klar. Kann ich diese Holzbündel bitte haben? Selbstverständlich. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Hier, gönn dir. Und als nächstes?
Ja. Von der ganzen Arbeit ist meine Arbeitskleidung schon ganz zerschlissen. Könntest du also vielleicht jemanden suchen, der gut nähen kann? Nähen? Wer kann gut nähen? Probier's mal beim Gerudo-Stamm. Dort findest du vielleicht jemanden. Es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ach ja, und noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf Da enden. Wenn du irgendwo auf der Welt solche Leute findest, dann lade sie nach Taburasa ein. Schwing, also als nächstes dann, wenn wir uns irgendwann mal dem Titanen in der Wüste widmen, können wir dann da Ausschau halten nach entsprechenden Gerudo. Jetzt aber erstmal wieder zurück. Ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal vom Turm aus hier zu dieser Specksteinklippe und gucken, dass wir unterwegs einfach nochmal wieder ein paar Löschechsen einsammeln. Denn da waren ja so viele, da sollten ja genug da sein. Das sollte also kein Problem darstellen. Feeneffekte. Lässt du dir von einer Fee beim Kochen helfen, werden die speziellen Effekte deiner Gerichte verstärkt. Cool. Kann man ja eigentlich mal machen, ne? Sich drei Stück krabbeln, drei Maxi-Gerichte machen. Mal sehen, was dann passiert. Maxi plus 8 oder so. Dann kommt einer mit so einem Feuerpfeil, one-hittet mich wieder und dann läuft die Kiste. Also an sich alles cool. So, wo ist denn der Weg? Da ist der Weg. Wir begeben uns wieder auf den Weg. Und ich hoffe, dass Spurtechsen und Co. wieder zurück sind. Mifas Gebet ist bereit, wenn du Mifas, es brauchst. Mifas Gebet ist auf jeden Fall schon mal wieder zurück. Da ist eine. Nein, 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 das gibt's doch nicht. Ich bin direkt auf dir gelandet. Oh, darf wohl nicht wahr sein. Okay. Also, folgender Plan. Ausrüsten. 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 Und so eine Medizin. Wir brauchen die eh für nichts mehr. Also gönnen wir uns einfach mal. Trinken. Los geht's. Jetzt werden Löschechsen gesammelt. Dum, dum, dum. Also schön brav die Augen aufhalten. Wenn ihr eine seht, bitte schreien. Wir brauchen zum Glück nicht so viele. Ich glaube drei Stück oder so. Ich habe leider nicht nachgeguckt, aber lieber zu viel als zu wenig. So, hier ist wieder dieser dicke Stein. Ich weiche da wieder brav aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Biest ist. Das muss das sein. Wir haben jetzt zwar so einen Felsenspalter und auch eine Feuerrüstung. Also im Grunde könnte man es mal angehen. Aber das machen wir, nachdem wir den Titan haben. Erst den Titan. Ist es nicht so, als hätte ich Angst? Nein. So ist es nicht. Oh. Erz, 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 Erz. Sehr schön. Hier kann man auf jeden Fall Kohle farmen, ne? Wenn man einfach mal ein bisschen die Gegend hier erkundet und so. Da kommt schon gut bei was rum. Muss man ja sagen. Also wenn wir mal in Geldnot sind, einfach einmal wieder den ganzen Todesbergweg lang gehen und dabei alles kaputt hauen, was es gibt unterwegs. Dann passt das. Da ist auch noch was. Zack. Geht man dran. Oh gut, Steinsalz ist jetzt nicht so toll. Aber ey, damit kann man immer kochen. Los, komm, auf geht's. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und oh, es wird eng. Läuft. So, hier waren so viele Löschechsen. Die müssen ja eigentlich wieder da sein. Dum, dum, dum. Jetzt sehe ich noch keine. Ist aber auch alles sehr hell und überbelichtet hier. Hallo, warte. Oh, ich brenne. Nun, 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 nun. So. Oh, das ist noch mehr. Au. Also dieser Weg sieht echt ungut aus. Aber hier gibt es immerhin Erz und so einen Scheiß drin. Hallo. Und das war mein Eisenschwert ist Eisens. Meine Fresse, das Eisschwert. Warum sage ich immer Eisenschwert? Was ist denn in meinem Gehirn im Arsch, dass das nicht läuft? Mein Eiseneisschwert ist bald im Arsch. So, Steinsalze, immerhin. Das sieht ja verdächtig aus. Oh, komm schon.
Schnell, schnell, schnell. Oh, ein Diamant. Oh, ich brenne. Scheiße. Das war's wert. Ah, hier kommt die Kohle rein. So, gut. Aber wir sind eigentlich auf Löschechsenjagd, Leute. Löschechsenjagd. Die ganzen Steine sind nicht mehr da. Ich glaube, die wir hier eingesammelt haben, scheinen echt noch weg zu sein. Aber mal gucken. Wir laufen einfach jetzt mal ein bisschen rum. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Löschechse. Ich brauche eine Löschechse. Immer waren die Gegner auch wieder da. Dann können die eigentlich auch die Löschechsen wieder auftauchen. Dum, dum, dum. Hier sind keine Löschechsen. Oh, ins Feuer reingesprungen. Das ist gefährlich. Dum, 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 dum. Komm schon, Leute. Ich brauche Löschechsen. Mein Brandschutz geht langsam zur Neige. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ja, zack. Da war leider keine drunter. Da leider auch nicht. Löschechsen, wo seid ihr? Ihr müsst euch mir zeigen. Ich werde euch in meine Rüstung einarbeiten. Das macht doch Freude, oder nicht? Da hat man doch Bock drauf. So, als Löschechse, ich fände es total geil. Kommt da einer, grabbelt mich vom Boden und bups, bin ich in seiner Rüstung drin. Toll. Südmine. Ah, jetzt ist es auch dunkel, jetzt kann man besser sehen. Ist nicht mehr so hell gegenleuchtet. Sag mir mal rechtzeitig, wenn der Brandschutz los sich auflöst. Ich werde es vergessen dann. Oh Gott, oh nein. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Lalalalala. Wir haben Party da hinten, ey. Lalalala. Ich haue Steine kaputt und das mein Leben lang. Lalalala. Jedem das seine. Meins wäre es jetzt nicht. Aber wenn die da Freude dran haben, das ist halt ihre Passion irgendwie, ne? Da haben die Bock drauf. Da ist eine. Da ist noch eine. Das dürfte schon genug sein. Wo führt uns das denn hier hin eigentlich? Nirgends. Ist einfach nur witzig. Ach doch, hier unten ist irgendwas. Jawoll! Was sehen wir denn da? So. Hier mal ein bisschen nach Löschechsen gucken, aber viel geiler sind natürlich. Viel geiler ist natürlich dieses Leuchtstein-Reservoir, was wir hier finden. Das ist natürlich gleich mal nochmal eine Ecke geiler. Hallo, Leuchtsteine. Dann, dann, da, dann. So, einmal die Map aufrufen. Da machen wir uns dann auch schön hier so eine Leuchtsteinposition wieder hin. Bums, dann wissen wir Bescheid. So, ich habe noch 18 Sekunden. Die wollen wir auch voll auskosten. Müsste noch irgendwo eine Löschechse sein. Komm, ich will jetzt noch eine. 3, 2, 1. Okay. Oh, warte, falsch. So. Und zurück zur Fee. Dann pimpen wir eben noch die Rüstung und dann geht's auch weiter mit der Story. Wenn ich denn den richtigen Turm finde. Diese Map ist doch ganz schön groß. Ich will ja nichts sagen, aber es ist ein verdammt großes Game. Muss man einfach so neidlos angestehen. Das Game ist verdammt riesig. So. Wüstenhitze. Unter der gleißenden Sonne der Wüste verlierst du Herzen. Du musst dich entweder regelmäßig im Schatten oder im Wasser abkühlen. Oder Schutzkleidung anlegen. Ja, muss man ja erstmal haben. Ne, ich habe noch keine. Aktuell bin ich wüstenmäßig nicht gut ausgerüstet. Wir kriegen da einfach aufs Fressbrett. Von der Sonne. Also nicht von Gegnern, sondern von der Sonne. Ne, muss man unterscheiden. So, jetzt ist mir bestimmt kalt hier oben. Oh, es ist so kalt. Link, entspann dich, wir fahren jetzt nach unten. Da wird dir sofort warm. Naja, nicht ganz sofort. Aber relativ sofort. Hui, guck mal, wie die Wärmeanzeige nach oben geht. Es läuft. Und da ist schon wieder ein Leuchtstein. Zip. Zip. So. Sehr schön. Okay. Dann haben wir auch erstmal wieder genug gefarmt und gemacht. Dann geht es erstmal schön weiter. Ich bin mal gespannt,
wie sich das da auf dem Berg dann auch so darstellt, wo wir lang müssen. Mal gucken. So, Fee, ein letztes Mal bitte nochmal upgraden fürs Erste. Moin. Ich weiß, ich bin's schon wieder. Mir war doch so, als läge der Duft meines Süßen in der Luft. Oh Gott. Ja, hier, moin. Verstecken bitte. So, Orni-mäßig geht, glaube ich, nichts momentan. Nee. Bums. Ding. Okay. Ding. Du solltest noch etwas daran spüren können von meiner Wärme. Und soll ich mich noch um weitere Kleidung? Nö, reicht das mal. Alles klar, bis denn. Ja, red nicht so viel. Lass mich doch mal. Bye, tschüss. So, dann. Jetzt legen wir die auch gleich wieder an. Ausrüsten. Sind wir immer bei 24. Ist okay. Und machen uns dann jetzt auf den Weg. Erstmal zurück nach Koronia. Und da müssen wir irgendwie offensichtlich den Weg auch wirklich weitergehen. Also wir sind hier schon richtig. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich bin ja gespannt. Muss ich ja schon zugeben, was da jetzt kommt. Ziel wechseln. Wenn du mehrere Gegner oder Ziele gegenüberstehst, drücke ZL, um ein anderes Ziel zu erfassen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Muss ich mal langsam mal machen. Ach, wird wunderbar werden. So, komm hier. Laute. There we go. Chimo-Itose-Schrein. Okay. There we go. Wir könnten jetzt wieder machen, dass Tag ist. Lohnt sich nicht. 0.40 Uhr ein bisschen den Berg entlang kraxeln ist doch auch ganz nett. Wir wandern jetzt einfach mal munter los. Ich nehme mal das Ritterschwert, weil ich habe so viel Ritterschwerter. Es wird Zeit, sie einfach mal kaputt zu machen. Da ist eine Löschechse. Wenn wir uns beeilen, müssten wir sie trotzdem kriegen. Oh nein, wir sind jetzt zu laut. Oh, scheiße. Oh nein. Die Bomben sind nicht ausgerüstet. Fuchs, du hast die Bomben nicht ausgerüstet. Zack. Und bam. Witzig. So, es sieht ja schon einladend aus hier. Ne? Man hat schon Bock, hier mal so lang zu spazieren. Nordmine. Moin. Doch, steht doch auch schon einer. Uiuiuiuiuiui. Also heute, ja, heute kommen hier aber viele Leute vorbei. Wenn man hier weitergeht, wird die Brandgefahr immer größer. Außerdem gibt es da jede Menge Monster. Kennst du Yunobo? Also ich kenne dich nicht, ja. Also wieso kennst du Yunobo? Der Chef sucht ihn. Was? Der Chef? Ja? Dann sag ich dir besser, wo Yunobo ist. Also Yunobo, ja, der wollte Schmerzmittel holen. Er ist zum Speicher gegangen, aber stimmt, jetzt ist er schon eine ganze Weile dort. Hier ist es gefährlich, also solltest du besser nicht nach ihm suchen, ja? Sonst noch was? Wer bist du denn? Ich ja, also ich ja, ich bin Drak. Seit Varudania sein Unwesen treibt, fließt mehr Lava und es ist heißer geworden. Mehr Monster gibt es auch. Deshalb hat Bludo, der Chef, gesagt, ich soll hier Wache stehen, ja? Sonst noch was, ja? Was ist es hier? Also das hier, ja, das ist die Nordmine. Leider mussten wir sie aufgeben. Hau ein bisschen Sprengstoff rein, dann gehört dir bald der Edelstein. Das war das Kampflied unserer Mine. Aber seit Varudania sein Unwesen treibt, fließt mehr Lava und es ist heißer geworden. Mehr Monster gibt es auch. Dadurch ist es gefährlich geworden, hier zu arbeiten. Sonst noch was? Ja? Nö. Das war's. Wiederschauen, ja? Oh, wenn du das sagst so. Passt schon. Ups, nee. Eigentlich, ja, tschüss. Ich wollte den Hammer wegballern. Danke. Und einen neuen Hammer organisieren. Und weiter geht's. So, es sieht ja einladend aus. Was ist das hier für ein Wesen? Hey! Finger weg von der Kanone! Die gehören dem Chef, ja? Pass bloß auf, dass du nicht an den Hebel kommst. Den Hebel? Diesen Hebel? Oh. Aha! Das ist ja praktisch. So, jetzt wo wir gerade dieses lustige Spielzeug gefunden haben, kräht der Hahn. Ist das nicht geil? Ja, Hähnchen, wir wissen Bescheid. So, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst ja, was das bedeutet. Wir müssen nochmal kurz hier einen Break machen, das hilft all nix. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen, hoffe natürlich, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.